Berlin meldet die Fertigstellung des Flugplatzes Tegel. In einer wahren Rekordzeit wurde dieses im französischen Sektor der Stadt gelegene Rollfeld angelegt. Die erste Maschine landet, eine viermotorige Skymaster. Sie bringt den Oberbefehlshaber der amerikanischen Luftwaffe in Europa, General Kennan. Zur Begrüßung hatten sich General Klee, der britische General Herbert, der französische General Ganneval und andere führende Persönlichkeiten eingefunden. Der Flugplatz Tegel ermöglicht eine wesentliche Erweiterung und Verstärkung der Luftbrücke nach Berlin. Von Tegel zum Flugfeld Tempelhof. Hier traf der amerikanische Verteidigungsminister Forrestal zu Besprechungen mit führenden amerikanischen Persönlichkeiten ein. Flugfeld Gatow. Der britische Luftfahrtminister Henderson besichtigte zusammen mit dem neuen Kommandeur der britischen Luftwaffe in Deutschland, Luftmarschall Williams, den Gatower Flugplatz. Die auf dem Flugplatz gelegene Werft zur Reparatur der britischen Transportmaschinen fand das besondere Interesse des Ministers.